Nicht dein Ernst. Was würdest du denn machen? Was ich machen würde? Ich würde einen Dreck drauf geben, was die Leute über mich sagen. Sollte übrigens jede Barfrau machen. Ich bin aber Servicechefin und mir kann es nicht egal sein, was die Gäste über mich denken. Ach was. Die Geschichte mit deiner Mutter ist doch in 2 Wochen wieder vergessen. Aber vielleicht will ich sie ja nicht vergessen. Deshalb bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, ob das Lindberg das richtige Hotel für mich ist. Amelie. Denkst du nicht etwa daran zu? Doch, ich denke daran. Und zwar ernsthaft. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt hör mir doch erst mal zu. Wir müssen uns darüber nicht unterhalten. Ich werde Amelie nicht nahelegen, hier aufzuhören. Ich habe einen super Job für Sie. Ein Freund von mir in Florenz will Sie einstellen. Vergiss es. Die Kleine wird hier gerade geschlachtet, nicht nur von der Presse. Und du tust dir überhaupt keinen Gefallen, wenn du auf stur schaltest. Im Gegenteil, du schadest dir und uns. Du kennst Amelie kein Stück, also halt dich da raus! Sie will ihr nicht aufhören, kapier's endlich! Ich will nie wieder so eine Schlagzeile über unser Haus lesen. Comprende? Gut, war's das? Ich habe heute noch jede Menge Arbeit. Morgen ist nämlich die Bilanzpressekonferenz. Genau. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Wie gehst du das an? Das Lindberg ist doch so etwas wie dein Zuhause. Ein schönes Zuhause, wo einen jeder kleine Page für eine potenzielle Verbrecherin hält. Ach, so schlimm ist es auch wieder nicht. Dann guck doch mal dahin. Du glaubst doch auch sonst nicht jeden Blödsinn, der da drin steht. Diesmal stimmt es ja wenigstens. Hör mal zu, Süße. Wozu brauchst du einen Bräutigam, wenn du gute Freunde hast? Wenn es sein muss, heirate ich dich höchstpersönlich. Das wäre aber wirklich schade. Dann kann ich ja Amelie nicht mehr heiraten. Was? Wir empfehlen heute ausschließlich den Sportteil und das Wetter. Oh oh. Schildalarm. Da will dir eine imponieren. So ein Quatsch. Das ist ja widerlich. Ja, schrecklich. Das Bild ist total schlecht ausgeleuchtet. Amelie sieht aus, als hätte sie überhaupt gar keinen Hals. Und die Frisur, ne, geht ja gar nicht. Also das Einzige, was hier gar nicht geht, sind Ihre Kommentare. Ich werde jetzt höchstpersönlich jedes einzelne von diesen Schmierblättern aus der Lobby entfernen. Guten Tag. Guten Tag. Goldberg, mein Name. Für mich ist hier ein Zimmer reserviert worden. Ich schaue direkt mal nach. Wie war bitte der Vorname? Arthur. Tut mir leid, Herr Goldberg, aber da ist keine Reservierung. Vielleicht ist es ja kein Zimmer, sondern eine Suite. Ich war zwar schon seit über 20 Jahren nicht mehr in Berlin, aber meine Agentur hat immer das Lindberg für mich gebucht. Also diesmal anscheinend leider nicht? Das kann nicht sein. Das ist ganz unvorstellbar. Klären Sie das doch bitte mal mit Ihrem Chef. Ich nehme davon Platz. Okay, selbstverständlich. Das wandert in den Müllcontainer. Was ist denn das? Ja, da war eben ein älterer Herr, der würde Sie gern sprechen. Der geht davon aus, dass seine Agentur für ihn gebucht hat, aber der ist nichts in unserem Computer. Wie heißt der Mann? Goldberg, irgendein Künstler. Arthur Goldberg? Ja. Der lebt noch? Also wenn er das da vorne ist, dann ist er noch ziemlich lebendig, ja. Lindberg. Das habt ihr aber schön gesagt. Ja? Danke. Das waren 20 Euro. Ja, eben. Danke für die angenehme Fahrt. Oh, danke. Dankeschön.
Wen willst du noch alles unser Geld in die Hand drücken? Na, jedem, der nett zu uns ist. Was, Brüderchen, kann uns doch wohl egal sein, ne? Guten Morgen, im Namen des Lindbergh Zimmerpersonal heißt es Sie herzlich bei uns willkommen. Unsere Bilanz ist gut, es geht bergauf. Trotzdem werde ich vor der Presse auch keines unserer Probleme verschweigen. Findest du das gut? Vater, wir leben im Zeitalter des Internet. Alles wird transparenter. Und die Presse hat uns sowieso schon auf dem Kieker. Ja, dieses ganze Internetgedödel geht alles nach hinten los. Jeder kleine Dorfhacker kann sich in unsere Daten einklinken. Damit müssen wir leben. Weißt du, wenn du früher ein Problem hattest, dann bist du zu deiner Bank gegangen. Heute wirst du kaltblütig übernommen, wenn du Schwäche zeigst. Gib mir mal bitte den Text vor, den du da verlesen willst. Nein, das werde ich nicht tun. Wir werden auch nicht darüber diskutieren. Ach komm, jetzt, mir geht's ja nur um die Familie. Wenn es dir wirklich um die Familie geht, dann versöhn dich mit Mama und zieh zu Hause wieder ein. Söhne können ihren Vätern nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Nein, zu Hause nicht. Im Hotel schon. Warum haben Sie ja die schönste Suite reserviert? Was heißt hier reserviert? Wir werden sie kaufen. Und der Zimmerservice ist 24 Stunden für Sie da. Und wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen gerne das ganze Hotel. Also. Aber das erledigen wir für Sie, Herr Goldberg, selbstverständlich. Sie kennen mich? 23. Februar 1975. Deutsches Theater. Faustpremiere. Ich habe von damals sogar noch ein Autogramm von Ihnen. Mit Widmung für Rainer Dorschel. Das bin ich. Aha. Und anschließend war ich in jeder Vorstellung. Und in der letzten habe ich geweint. Ja, ich auch. Es war mein Abschied von diesem wunderschönen Haus. Ja, und dann wäre ich Ihnen beinahe nachgereist. Ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden, aber das Hotelfach. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Sie waren unübertroffen. Was führt Sie nach Berlin? Spielen Sie wieder? Nein. Ja, also im Augenblick warte ich darauf, dass man mir sagt, wo in Ihrem Haus ich logieren werde. Aber das erledige ich doch sofort für Sie. Einen kleinen Moment, ich lasse Ihnen einen Kaffee bringen. Herr Dorschel, ich brauche die aktuelle BWA. Jetzt noch mal ein bisschen fix, wenn ich bitten darf. Ist ja verständlich, Herr Lindberg. Wer war denn das? Das war unser hauseigener Mephisto, sozusagen. Sie können das Bankhaus Monk nicht wie eine Nebenstelle der Behringer-Gruppe behandeln. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn ich nur mal niese, dann hat Ihr Bankhaus einen dicken Schnupfen. Das wäre nicht der erste und nicht der letzte Schnupfen, den wir auskurieren. Wir sind widerstandsfähig. Sind Sie das auch? Sie treffen sich mit Jana Holsten-Lindberg. Mit wem und warum ich mich treffe, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Es war ja auch nur eine Warnung. Sie planen nicht mehr und nicht weniger als die Vernichtung des Lindberg. Unsinn. Das Lindberg lebt weiter. In Form von Kapital. Sie denken zu eindimensional, Monk. Wenn Sie uns weiter dabei haben wollen, brauchen wir handfeste wirtschaftliche Fakten. Die sollen Sie haben. Heute Abend bekommen Sie mein Konzept. Schwarz auf weiß. Wiedersehen, Herr Birger. Grauenvoll. 5 Minuten mit Behringer konferieren und du musst anschließend 2 Stunden duschen. Meine Geschäftspartner kann man sich eben nicht aussuchen. Woran arbeitest du gerade? Ich mache gerade noch die Umsatzzahlen für die Immobiliensparte fertig. Viel Spaß dabei. Danke. Herr Goldberg, Sie haben unser schönstes Suite mit Blick über Berlin. Ihr Gepäck habe ich bereits nach oben bringen lassen. Danke. Es tut gut, wieder so behandelt zu werden. Ich bitte Sie. Nein, nein, mein lieber Dorschel, das ist nicht mehr die Regel. Dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenzen. Schiller. Ruhm verblasst. Und was bleibt von uns Schauspielern? Nichts. Wir kommen aus dem Nichts. Wir gehen in das Nichts. Aber uns bleiben doch die Erinnerungen. Die sterben mit unseren Zuschauern. Aber sie sind noch jung. Wissen Sie was? Sie haben damals alles richtig gemacht. Sie haben sich für was Solides entschieden. Aber ich habe nicht den betörenden Klang des Applauses genossen wie Sie. Ich weiß zu schätzen, dass Sie mich nur aufmuntern wollen. Dorschel,
werden Sie nicht zu schnell alt. Und wenn Sie alt werden, lassen Sie es keinen merken. Herr Dorschel? Herr Lindberg, einen Moment bitte. Wunderbar. Danke, danke. Herr Lindberg, wissen Sie, wer das war? Herr Dorschel, sagen Sie bitte Frau Schröder Bescheid, dass sie alle meine Termine heute absagen wird, ja? Aber heute kommt der Ausstatter für die Küche. Der Termin steht seit Monaten. Ja, dann steht er jetzt eben nicht mehr. Was sage ich denn jetzt dem Mann? Ja, sagen Sie ihm, dass ich nicht kann. Mein Gott, muss ich mich dem alles selber kümmern hier. Verzeihung. Sag mal, weißt du eigentlich, was das Wasser aus der Minibar kostet? 7 Euro. Ja, genau. Nimm doch Leitungswasser, das ist umsonst. Umsonst? Nee, dann will ich's nicht. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wir haben 280.000 Euro gewonnen. Soll's ein bisschen lockerer sein. So, jetzt werde ich uns ins Hotelsystem einloggen. Muss das sein? Ja. Ich zahle für alles gerne, nur nicht für Surfen im Netz. Das Netz ist frei und gehört jedem, schon vergessen? Nein, nein. Hannes? Ich muss dir was sagen. Nicht jetzt. Ja! Willkommen im Lindberg! Sie will was? Kündigen. Sie hält das hier nicht mehr aus. Ja, aber das geht doch nicht. Und ich will auch keine neue Chefin. Genau. Deshalb müssen wir was unternehmen. Irgendwas Großes. Hast du schon einen Plan? Nein. Ja, was soll man denn machen? Sollen wir sie entführen, damit sie morgen nicht kündigen kann oder auch? Tom, jetzt streng dich an. Wir brauchen eine vernünftige Idee. Gibt's dafür auch eine Belohnung? Ja. Du behältst deine Chefin. Du hast was? Ich hab's gespart. Jeden einzelnen Cent von unserem Lottoeinsatz. Du Vollidiot. Du hast den Lottoschein nicht abgegeben? Hannes, bleib ruhig. Weißt du, 13 Jahre als freiberuflicher Programmierer in irgendwelchen Kellern zu hocken. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Ich hab einfach gedacht, wir haben nichts zu verschenken, ne? Das heißt, wir haben nichts? Nichts ist sachlich nicht richtig. Ich hab's angelegt. Da ist ja bestimmt was zusammengekommen in 13 Jahren, hä? Ja. 2.227,17 €. Wie bitte? Es war eine eher konservative Anlage. Na, super. Oh. Du kannst doch auch mit Zahlen umgehen. Eine Chance von 1 zu 13 Millionen ist quasi gleich null. Die Chance, einen größeren Trottel als dich zum Bruder zu haben, ist noch viel kleiner. Scheiße! Das verstehe ich nicht. Irgendwo muss Arthur Goldberg doch auftreten. Geben Sie mal nur Goldberg ein. Mhm. Ups, also hier spielt Herr Goldberg bestimmt nicht mit. Was soll denn das? Machen Sie das weg. Ich wollte da nicht rein. Jetzt komme ich ja nie wieder raus. Lassen Sie mich mal. Na, wie läuft's, Herr Dorschel? Herr Lindberg, alles bestens. Das hört mir gern. Sie sollten mir doch die aktuelle BWA geben. Das geht leider nicht. Warum? Computerprobleme? Nein, im Computer ist alles in Ordnung. Ich habe Anweisungen. Herr Dorschel. Wer hat Sie eingestellt? Sie, Herr Lindberg. Und warum? Weil ich mein Handwerk beherrsche. In einer halben Stunde habe ich die Zahlen. Danke. Herr Lindberg, ich habe Anweisungen, Sie mit allem Respekt und aller Höflichkeit zu behandeln. Wie jeden normalen Hotelgast auch. Dann werde ich mir wohl Stefan mal zur Brust nehmen. Hallo. Jana, ich habe gerade versucht, dich zu erreichen. Na guck mal, du rufst nach mir und schon bin ich da. Wie geht's dir? Noch ist alles drin, was reingehört. Bist du nervös? Hast du Angst? Schon, weil ich nicht weiß, ob es meinem Sohn helfen wird. Ich wollte dir sagen, dass ich es großartig finde, was du jetzt machst. Hast du lange nichts zu mir gesagt. Ach, bevor ich's vergesse, ich
falls mir was passiert. Also falls bei der Operation was schief läuft. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Da steht alles drin. Was steht da drin? Alles, was du wissen musst. Falls ich es dir nicht mehr sagen kann. Es wird nichts passieren. Nimm den Brief bitte. Das ist mir wichtig. Gut, ich nehme ihn, aber ich werde ihn nicht lesen müssen. Es wird alles gut gehen. Was ist los? Ja, klar. Du strahlst so. Frisch verliebt? Quatsch. Alles Gute. Ich will Sie nicht drängen, das ist wirklich nur ein Vorschlag, aber mein Freund in Italien wäre sehr froh, wenn er jemanden hätte wie Sie, der ihm helfen könnte, einen professionellen Service aufzubauen. Das klingt vernünftig. Sie wären eine Weile weg. Die Wogen glätten sich, unser Haus nimmt keinen Schaden, Sie auch nicht. Aber mein Sohn geht hier zur Schule. Schon bedacht. Es gibt eine wunderbare deutsche Schule in Florenz. Katholisch, aber sehr gut. Es ist wirklich keine schlechte Idee. Ich werde mir das überlegen, Herr Lindberg. Danke. Das hatte ich gehofft, Amelie. Also Sie reagieren da ja wirklich sehr viel vernünftiger als mein Sohn. Ach ja? Naja, als ich ihm das gerade vorschlagen wollte, war er fast drauf und dran, mich aus seinem Büro zu werfen. Aber das ist inzwischen leider der normale Umgangston zwischen uns beiden. Vater, bitte. Was habe ich gesagt? Ich lasse euch beide alleine. Was wollte er? Nichts. Was gibt's denn? Wir beide haben einen Termin. Es gibt einen Vortrag vom Hotelfachverband. Und da sollte jemand vom Management und der Serviceleitung hingehen. Und aufgrund des ganzen Trubels habe ich das vergessen. Und ich dachte, bei uns beiden ist das am unkompliziertesten. Wie lange wird es denn dauern? Wenn ich fahre, sind wir 2 Stunden zurück. Wenn du fährst, in 3. Na, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Ich frage das nur, weil ich natürlich gerne dabei wäre. Nee. Lieber nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall zu Ihrer Vorstellung kommen. Das Problem ist nur, ich konnte nicht rausfinden, wo sie stattfindet. In einem Autohaus. Bitte? Ich eröffne ein neues Autohaus. Ich lass mich nicht übers Ohr hauen. Ich lass mir nicht den Spaß versauen. Ich weiß, dass Sie die besten Autos bauen. Vernunft gehört verboten. Der neue W100 von Autoknoten. Was ist das denn? Schwachsinn. Außerdem stimmt das Versmaß nicht. Es klappert. Sie eröffnen ein Autohaus. Aber das ist ja furchtbar. Wie man es nimmt. Ich könnte auch zu Hause sitzen und mein stummes Telefon anstarren. Und mit meiner Katze reden. Herr Goldberg, das dürfen Sie nicht tun. Dorsche, in dieser Welt wird so vieles getan oder nicht getan. Auch ein Schnaps? Nein. Doch. Was bin ich da schon? Sag mal, hast du nicht gesagt, die Tagung wäre im SNL? Da hätten wir doch eben abbiegen müssen. Wir fahren zu keiner Tagung. Wohin denn da? Naja, ich dachte, seit der Verlobungsfeier haben wir noch keine Zeit, miteinander in Ruhe zu sprechen. Und Deswegen entführst du mich jetzt? Ja, es ist so blöd, wenn wir einfach miteinander vorbeilaufen. Wir fahren raus aufs Land in ein Hotel an der Müritz. Da habe ich segeln gelernt. Nur für eine Nacht. Vielleicht ist es genau das, was uns gefehlt hat, Amelie. Aber was ist mit Martin? Alles geregelt. Frau Pankratz und Onkel Paul passen auf ihn auf. Scheinst es ja wirklich ernst zu meinen. Mir war es immer ernst mit dir, Amelie. Was ist? Fahren wir weiter oder soll ich umdrehen? Weiterfahren. Sie wollen Fakten. Ich gebe Ihnen Fakten. Ja, also bitte, ich höre.
Ich werde morgen auf der Pressekonferenz ganz beiläufig erwähnen, dass ich darüber nachdenke, meinen Anteil am Lindenberg zu verkaufen. Verstehe. Und dann fällt der Preis ins Bodenlose. Genau. Natürlich werde ich nicht verkaufen. Aber ich werde deutlich sagen, dass ich nicht daran glaube, dass mit dem Hotel in der jetzigen Verfassung jemals Geld verdient werden kann. Mhm. Und dann gibt es eine Kettenreaktion. Jeder Lieferant wird auf Barzahlung bestehen. Keine Sonderkonditionen mehr, kein lasst uns alle alte Freunde sein. Die Lindbergs können bald nicht mehr zahlen und müssen verkaufen. Und raten Sie mal an wen. An Sie bestimmt nicht. Eher gehen die in Insolvenz. Sollen Sie ruhig. Dann fällt mir das ganze Paket quasi in den Schoß. Oder ich einige mich mit dem Insolvenzverwalter und werde noch der Retter des Lindberg. Wird die Presse mitspielen? Die ist momentan am Lindberg sehr interessiert. Da passt das wunderbar. Wichtig ist einzig und allein, dass Stefan Lindberg von der Sache nichts erfährt. Wenn er morgen in der Pressekonferenz kalt erwischt wird und keine eigenen Zahlen präsentieren kann, ist er geliefert. Ich kann mich doch auf Ihre Verschwiegenheit verlassen. Wir sind ein Bankhaus. Wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, das wissen Sie doch. Ja. Sehen Sie, ich vertraue Ihnen. Obwohl Sie mich nicht leiden können. So beginnen große Finanzimperien immer. Aber eines ist klar. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn das Bankhaus Monk offiziell erklärt, hinter Ihren Plänen zu stehen, müssen wir uns auf Sie verlassen können. Hoffentlich ist es. Und keine Angst. Sie tun das Richtige. Ein Bankhaus muss immer dahin, wo das Geld ist. Und das Geld bin ich. Nein, wir haben einen Exklusivvertrag mit einem Computerservice. Und das... Hallo? Herr Doschel? Hallo? Hallo? Das Netz. Wie schön. Wie weit ist es denn noch? Ungefähr 20 Kilometer. Das Hotel liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Da gibt's nichts drumherum. Sehr romantisch. Seeadler, Wildschweine, Kraniche. Oh, verdammt! Handy dabei, oder? Nein, meines ist im Hotel im Spind, weil wir in 2 Stunden zurück sein wollten. Und du so ein großes Geheimnis um die ganze Sache gemacht hast. Und wir sind da eben an einer Bushaltestelle vorbeigekommen. Herr Goldberg. Hier sind Sie. Ja, hier ist ein Ort des Trostes. Ich habe nachgedacht. Das vermeide ich in letzter Zeit. Schade eigentlich. Ich wollte Ihnen das hier zeigen. Das Bildnis des Künstlers. Als junger Mann. Ich habe es seit damals aufgehoben. Und ehrlich gesagt, ich möchte es nicht wegwerfen müssen. Verstehe. Ich bin aber nicht der selbe Arthur Goldberg von damals. Wollen Sie mich nicht verstehen? Verstehen schon. Aber ich möchte es nicht glauben. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Wenn Sie ihn anhören wollen, lassen Sie mich rufen. Fräulein Rita? Nur einen Doppelten. Ich wollte schon lange mit dem Spieleprogrammieren aufhören. Wir gehören längst auf irgendein seriöses Gebiet. Wo das hinführt, haben wir ja gesehen. Wir können es immer noch packen. Wir beide zusammen. Klar könnten wir das. Wenn zufälligerweise 100.000 Euro Startkapital hätten oder ein paar Kunden für einen Anfang. Was haben wir? Nichts. Wir haben immer noch unser Talent. Genau. Einen untrüglichen Riecher für schlechte Geschäfte. Nein, nein, ich bleib dabei. Morgen trennen sich unsere Wege. Aber bis dahin leite ich dich ein. Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? 300 Euro. Ist doch was. Hm? Minus, 300 Euro minus. Na, ganz fein, super. Könnte ich noch 2 Mojito, bitte? Gerne.
Ist das alles aber per Hand notieren? Unser Computer spinnt gerade. Was? Lass uns mal sehen. Oh Gott, lassen Sie uns schnell losfahren. Das muss uns ja nicht jeder sehen. Warum lachen Sie? Ja, weil ich an Judith Bach denken muss. Wer ist das? Eine Ihrer Verflossenen? Ja, wir waren beide 17. Hm. Ihr Vater hatte ihr den Umgang mit mir verboten. Ich bin natürlich trotzdem mit ihr rausgegangen. Aber ich dachte damals, wenn ich mal groß bin, will ich nie wieder so eine Angst haben, ein Mädchen abzuholen. Hat auch geklappt. Bis heute. Und was ist aus Ihnen beiden geworden? Sie ist durchgebrannt mit meinem besten Freund. Autsch. Und jetzt vertrauen Sie natürlich keiner Frau mehr, oder? Ja, vielleicht. Aber das ändert sich gerade. Ach ja? Ja. Und nur Sie können das auch verhindern. Was? Dass ich mich verliebe, Jana. Wenn ich das entscheiden darf, dann will ich nichts verhindern. Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Stolz wie alle Lindbergs. Ich darf sie duzen. Du Erfolgsmensch. Gibt es einen Kuss? So von du zu du? Klar. Darf ich fahren? Nö. Das Hotel liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Da gibt es nichts drumherum. Sehr romantisch. Seeadler, Wildschweine, Kraniche. Der nächste Bus fährt am Samstag um 14.25 Uhr. Aber wir haben nicht Samstag. Wir haben Donnerstag. Und er fährt auch nur, wenn Markt ist, hierhin. Weiß Gott vor, wie das heißt hier. Nun sind wir da, wo wir immer hin wollten. Wir haben unser eigenes Häuschen. Eine Familie. Keine Mördermutter. Keine Presse. Keine Heizung. Kein Hotel. Okay, wie viel haben wir jetzt zusammen? Fast alle aus Ihrer Schicht. Ja, und die allermeisten aus der Nachtschicht auch. Ach, gut, also das muss klappen. Okay. Weiß jeder, was er zu tun hat? Ja. Ja. Okay, dann los, an die Arbeit. Schon wieder dieses Scheißspiel. Frau Körner, bitte. Aber Sie haben doch gesagt, Sie haben das im Griff. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum die Dinger wieder laufen. Jetzt weiß ich nicht, warum sie wieder kaputt sind. Ach du Scheiße, unser Spiel. Jetzt musst du doch an die verdammte Datenleitung gehen. Was machen wir denn jetzt? Es gibt Ärger. Warte, warte. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Alles gut, keine Panik. Rufen Sie den Computernotdienst an. Okay. Ja, Rezeption, Dorschel. Herr Goldberg, das ist jetzt ganz schlecht. Tatsächlich? Gut, dann ich komme kurz hoch. Und? Warteschleife. Gut, ich muss schnell zu Herrn Goldberg. Wenn sich was tut, sagen Sie mir Bescheid. Okay. Hallo, schöne Frau. Hallo. Probleme? Probleme? Katastrophe, würde ich sagen. Ja, ja. Man sieht uns das jetzt vielleicht nicht an, aber wir sind die Lösung Ihrer Probleme, wenn ich mal kurz darf. Moment mal. Kannst du eigentlich Feuer machen? Nö. Versager. Dass du kein Pfadfinder bist, war mir von Anfang an klar. Na, hoffentlich bleibt das Dach dicht. Ich fürchte nicht. Super. Deutschland ist derzeit bekanntester Hotelbesitzer ohne Dach über dem Kopf. Na, hoffentlich haben sie die Gala von der Terrasse nach drinnen in den Saal verlegt. Na toll, wir ertrinken hier und du machst dir Gedanken um das Lindberg. Ja, es ging mir gerade so durch den Kopf. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass dir genau dasselbe durch den Kopf gehen würde, wenn wir jetzt in Frankreich, Kanada oder am Nordpol wären.
In unserer berühmten kleinen Familienpension, die nur uns beide braucht. Mit zwei Gästen, die im Moor Enten jagen wollen. Es war immerhin noch ein Ausweg. Wäre es nicht. Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Faust im Autohaus. Das ist doch verrückt. Aber das ist modernes Theater. Letztes Jahr hat das hiesige Schauspielhaus die Emilia Galotti komplett im Bordell gespielt. Furchtbar, wie ekelhaft. Andererseits, willkommen, süßer Dämmerschein, der du dies Heiligtum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein, die du vom Tau der Hoffnung schmacht lebst. Wie atmet rings Gefühl der Stille, der Ordnung, der Zufriedenheit in dieser Armut. Welche Fülle in diesem Kerker, welche Seligkeit. Ach, haben Sie vielleicht was gegen Kopfschmerzen für mich? Ich sollte nicht so viel trinken. Und du? Bitte? Was hat dich hergeführt? Ach so, ja. Wie innig fühle ich mich gerührt. Was willst du hier? Hier wird das Herz dir schwer, armseliger Faust. Ich kenne dich nicht mehr. Und träte sie den Augenblick herein. Wie würdest du für deinen Frevel büßen? Herr Dorschen? Oh. Ich hatte eine hereingehört. Entschuldigung. Nein, nein, schon gut. Wir hatten eine künstlerische Unterhaltung, also Interpretation. Was gibt's? Ich sollte Ihnen noch Bescheid sagen, wenn sich was tut. Die beiden Programmierer, die im Haus wohnen, die wissen jetzt, woran es liegt. Ja, ich komme. Entschuldigung. Der Worte sind genug gewechselt. Allein jetzt will ich Taten sehen. Ich habe auch noch viel zu tun. Emilia Galotti im Bordell. Um Gottes Willen, das ist unser Belegungsplan. Ich hoffe, Sie wissen, dass die Einträge absolut vertraulich sind. Ja. Ja, wir haben Ihr Problem jetzt eingegrenzt. Ja. Sie haben einen Trojaner. Ein Trojaner? Nein. Nein, das kann nicht sein. Wir haben einen türkischen Diplomaten aus Ankara, ein kurdisches Ehepaar, reizende Menschen übrigens. Aber niemanden aus Troja. Das wäre mir auch aufgefallen. Ich war vor 2 Jahren selbst in... Ein Trojaner ist so etwas wie ein Computervirus, Herr Dorsche. Ja, nur viel schlimmer. Ja, wir müssen dann nachher mal dringend an Ihren Server, weil das Ding, das setzt sich überall fest. Hallo, ich muss dringend Stefan Lindberg sprechen. Wir wissen leider nicht, wo er ist und er geht auch nicht an sein Handy. Ja, ich weiß. Und Amelie, ich meine Frau Ammann? Ist auch nicht erreichbar, tut mir leid. Wissen Sie was? Ich warte an der Bar. Würden Sie bitte Bescheid sagen, wenn er kommt? Okay. Wir haben immer noch eine Chance, Amelie. Vielleicht. Wir müssen uns einfach Zeit lassen. Ich will nicht warten. Ich will dich heiraten. Dein Vater hat mir einen ziemlich vernünftigen Vorschlag gemacht. Kündige nicht, Amelie, bitte. Ich habe gesagt, ich denke darüber nach. Ich habe Angst, dass wir uns verlieren. Ja, aber das liegt doch nur an uns. Ist das so? Stefan, es wird keine Hochzeit geben. Auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit. Und ich will dir nichts versprechen, was ich vielleicht nicht halten kann. Oder nur ein Geschenk? Es war ein Zeichen. Ich habe eine andere Idee. Wir verstecken ihn hier. Was? Bist du wahnsinnig? Ja. Wenn du es für richtig hältst, dann holen wir ihn wieder ab.
Du gibst nie auf, oder? Niemals. Und das Auto? Behältst du. Aber ich borge es dir, deins ist ja kaputt. Das war wirklich ein wunderschöner Abend. Ja. Normalerweise würde ich ja fragen, gehen wir noch auf ein Getränk zu mir? Ja. Und ich würde natürlich nein sagen. Natürlich. Wir haben ja Zeit für alles. Ja. Schön, dass du es verstehst. Stopp, was mache ich hier eigentlich? Nee, das geht nicht. Schluss aus. Ist es nicht dein Ernst? Doch, das ist mein Ernst. Du und ich? Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Warte. Hier. Was war das? Es gehörte meiner Mutter. Frag es, wenn du mir zeigen möchtest, dass ich dir etwas bedeute. Diese Amelie wird völlig ausflippen. Okay, morgen früh um 10 Uhr ist jeder auf seinem Posten. Mhm. Du musst nur noch deine Rede vorbereiten. Ich? Warum immer ich? Ich kann sowas nicht. Also, wenn du willst, dass Amelie im Hotel bleibt, solltest du das mal schnell lernen. Wir haben inzwischen herausgefunden, dass diese beiden Trojaner da drüben den Schaden selbst verursacht haben. Ja, warum friemeln die immer noch dran rum? Sie sind natürlich die Einzigen, die das auf die Schnelle auch wieder richtig hinkriegen. Ich komme immer alles auf einmal. Ich habe versucht, sie den ganzen Tag zu erreichen. Wo waren sie denn? Ich habe auf den Bus gewartet. Guten Abend. Kriegen Sie das wieder hin? Ja, natürlich. Ja. Kostet allerdings. Ich schlage mal vor, Sie kriegen das wieder hin und dafür vergesse ich die Ursache des Ganzen. Klingt fair. Okay. Danach erklären Sie mir, wo das Sicherheitsrisiko lag. Stellen das ab und dann können wir uns eventuell über Geld unterhalten, ja? Ja, danke. Noch was, Herr Lindberg? Drüben an der Bar wartet Frau Monk, ihre ehemalige Frau Monk Junior. Ah, Dorsch. Herr Goldberg. Es wird noch dauern, bis ich meinen Faust wieder richtig kann. Aber ich denke, für morgen reicht es. Dann darf ich bald wieder vor Ihrer Garderobentür auf ein Autogramm warten? Das schließe ich nicht mehr aus. Danke, Dorsch. Sagen Sie, an der Bar gibt's da auch Tee? Für die Stimme, Sie wissen schon. Aber selbstverständlich, Herr Goldberg. Beringer will uns ins offene Messer laufen lassen. Ja, indem er vorgibt, verkaufen zu wollen, weil sein Engagement sich hier nicht mehr lohnt. Was für eine raffinierte Sau. Warum brichst du meinetwegen das Bankgeheimnis? Nach all dem, was war, bin ich dir das schuldig. Du kannst mich jetzt beruflich jederzeit vernichten. Nein, nein. Von mir wird keiner was erfahren. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich einfach noch besser vorbereiten. Und ich werde Jana morgen mitnehmen. Damit sie erfährt, mit wem sie sich einlässt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und? Ich habe mich entschieden. Es ist besser so. Also dann kommen wenigstens auf einen letzten Kaffee in die Kantine. Was soll denn das noch bringen? So ein Aufschub macht es nur noch schlimmer für mich. Rita. Ich bringe ihn um. Ich denke mal, er wird behaupten, dass wir ihn zu viel Geld kosten.
sicher ist, dass er uns auf der Pressekonferenz abschießen will. Ich bringe ihn um. Ja, aber bitte erst nach der PK. Und Vater, bitte, lass mich das alleine machen. Das schaffst du nicht alleine. Das war ein wenig undeutlich jetzt. Okay, du hast freie Hand. Okay, dann lass uns los. Meine Geschäftspartner habe ich heute Morgen informiert. Fallen Sie jetzt bloß nicht um. Warum sollte ich? Unsere beiden Unternehmen hängen an dieser Pressekonferenz. Vermasseln Sie das jetzt nicht. Gehen Sie mir auf den Bäcker. Rita, was ist denn? Na komm schon. Liebe Amelie. Ja, Amelie, wir finden es einfach blöd, dass du uns verlassen willst. Und wollten deswegen eigentlich schon streiken. Aber weil wir wissen, dass du es nicht so gern hast, wenn hier nicht gearbeitet wird, haben wir uns einen anderen Plan ausgedacht. Und zwar tragen wir jetzt einfach so lange unsere neuen Uniformen, bis du freiwillig zu uns zurückkommst. Zunächst einmal möchte ich das Wort an Herrn Behringer übergeben. Danke. Meine Damen und Herren, ich will es kurz machen. Ich habe Ihnen etwas Interessantes mitzuteilen. Das Lindberg. Das Lindberg Hotel ist für die Behringer Gruppe ein sehr attraktives Investment. Gemeinsam werden wir eine große Zukunft haben. Herr Behringer, was ist denn dran an dem Gerücht, dass Sie Ihre Anteile abstoßen wollen? Wie Sie ganz richtig bemerkt haben, handelt es sich um ein Gerücht. Die Familie Lindberg kann auch weiterhin auf meine Unterstützung bauen. Ich warne Sie, Behringer. Schlagen Sie nicht zu viele Haken. Dabei kann man sich den Hals beichten. Wissen Sie was? Lecken Sie mich am Arsch. Ist doch viel wichtiger als jedes Zeitungsfoto.